guten Morgen. Hallo, guckt mal hier raus. Guckt mal bitte. Wir fahren, wir fliegen nur ins Nichts. Boah, der Fock, ey. Kann man das sehen? Ja, klar kann man das sehen. Das ist der Hammer. Ich habe keine Ahnung, was unter mir ist, vor mir. Doch, neben mir kommt eine Gondel. Wir müssten so ungefähr... Oh, wo ist die? Da in zwei Minuten... Alfred Hitchcock-Film. In zwei Minuten oben sein. Oh mein Gott. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht, Esen. Da finden wir den Weg ja gar nicht. Oder? Doch, wir finden den. Das ist ja der Hammer. So Nebel hatte ich noch nie. Da würde ich kein Auto fahren. Das sind ja keine 10 Meter Sicht. Ich bin mal gespannt. Die ist schon ein bisschen unheimlich, ne? Alter Schwede. Sonnenbrille hätte ich halt wirklich nicht gebraucht. Deine Haare auch so nass wie meine? Klatschnass, das ist der Hammer. Durch die Wolken, ja, durch dieses diesige Wetter. Nebelnass. Und so sind die Wege hier brutal. Brutal steil. Jetzt natürlich auch durch den Regen von gestern. Brutal schlecht. Abgeschwemmt, ne? Meinst du, das ist nur dadurch? Das wird wohl immer so sein, nein, oder? Nein, das ist durch den Regen. Das siehst du richtig, wie das hier runtergerauscht ist. Krass. Aber so da oben fahren die Seilbahn. Bäume fällen und so. Was hast du entdeckt? Hier, lovely Himbeeren. Oh, wie hier, schön. Alles voll. Alles voll. Also verhungern müssen wir nicht. Ich esse die auch. Hier, guck. Ungewaschen. Ungewaschen. Oh, das... So steil hier. Uah. Oh, wie lecker. Guck mal. Alles das. Wenn ich ein Körbchen hätte, würde ich jetzt... Würdest du jetzt pflücken, ne? Ja. Würdest du deine Mama mitbringen, ne? Ja, die halten nicht so lange. Da sind die Gondeln. Meine Models warten auf mich. Good morning in the morning. Oh, ihr seid so hübsch. Aber glasklares Wasser hier. Ja. Da ist die Kaulquappe an die Seeoberfläche geplöttelt. Boah, voll der Nebel. Siehst du die? Erkennt man dich kaum mehr. Hätte man Bock zu baden, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Auf gar keinen Fall. Wunderschön. Ein unbestimmtes. Ja, man hat auch so feuchte, nasse Haare von dem Wetter. Der ganze Nebeltau setzt sich in den Haaren fest. Also... Den Schönheitspreis gewinnen wir heute nicht mehr, ne? Aber internationales Publikum hier auf dem Weg, also das merkt man am Grüßen. Da hinten, man kann es kaum sehen, ne? Da hinten sind wir eben runtergekommen. Dann da lang. Und jetzt geht's gleich ganz steil da runter. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Das ist. Immer auf dem Bild kommt das gar nicht so rüber, wie steil das ist. Das ist wie wo da auf der Platte hin. Ja, die Ninne hat sich gerade hingelegt. Ist ausgerutscht. Ist aber auch kein Wunder. Da, ne? Da obwohl auf dem Film hier sieht das nicht so schlimm aus. Ich verstehe das gar nicht. Das ist so krass. Wie viele Stunden sind wir jetzt unterwegs? Zweieinhalb. Heute Wiener. Ich habe hier voll den Würstel.
Alarm. Frühstück, Weißwurst, Bratwurst. Gestern Currywurst, heute Wiener Wurst. Bin voll der Wursttyp. Sag mir lieber, wie ich wieder runterkomme. Mit Drachenflieger? Ich will ein Taxi in die Berge. Ich finde Kombi. Weizen, alkoholfreies, dann Buttermilch und Würstchen. Das ist aber alles für die Energie. Mhm. Und mit den restlichen Berg noch runterkommst, ne? Mhm. Ich habe Flammkuchen. Vegetarisch. Mit frisch gepflücktem Gras auf der Weide. Nicht so lieblos. War ich lieblos? Hast du genug von Staub und Qualm, dann geh auf die Reisealben. Eine tolle Aussicht auf den Gries. Ja? Der Stock. Wow, ein Fotomotiv. Wir sind froh, dass wir den Abstieg geschafft haben. Das sollte man keinen empfehlen, wenn es vorher so stark geregnet hat, so einen Abstieg zu wagen. Wenn man bedenkt, dass man das Achtfache seines Körpergewichts abbremsen muss. Das geht ganz schön auf die Knochen und Gelenke. Wir haben einen unsagbar schlimmen Muskelkater für einige Tage gehabt. Wir sagen bis dahin, eure Isen und Nin.